Dann haben wir ja schon ein bisschen anmoderiert von der Seite der Herr der weitesten Anreise. Ich darf begrüßen auf der Bühne neben mir den Gregor May von einem sehr spannenden Unternehmen. Also ich habe gestern gelernt abends, dass man kollektiv Entscheidungen treffen kann und noch dazu konsensbasiert. Ja. Ihr werdet euch gleich mehr erzählen, erzählt, wo er herkommt und genau. Bühne frei für Gregor May von Premium Cola. Ja. Dann danke ich ganz kurz für die Einladung. Dann stelle ich mich hier drüben hin, dann halt's nur von einer anderen Seite. Mein Name ist Gregor May, ich bin gelernter Bibliothekar, Archivar. Das hat mit Getränken so überhaupt nichts zu tun. Das eine ist flüssig, das andere ist meistens Papier und staubig. Es hat mich dann in andere Richtungen verschlagen. Ich war zwischendurch Fließbandarbeiter, ich war zwischendurch Sozialarbeiter. Ich bin jetzt Ingenieursstudent. Vielleicht wird das auch nochmal irgendwann fertig. Mal gucken. Und ich darf heute Abend oder heute Morgen, ist ja noch nicht Abend, heute Morgen so ein bisschen über Premium Cola erzählen. Wir machen Dinge anders, wir wirtschaften etwas anders und was wir anders machen und wie wir es tun, das will ich in den nächsten 25 Minuten erzählen. Normalerweise habe ich ein bisschen mehr Zeit, jetzt bin ich etwas schneller dafür als sonst, wenn es zu schnell ist. Danach können wir uns gerne noch unterhalten, ich bin noch ein bisschen da. Die erste Folie ist in der Regel leer. Das liegt daran, dass Premium Cola eigentlich aus dem Nichts entstanden ist. Es war nicht irgendwie eine Sache, wir haben uns an den Schreibtisch hingesetzt und gesagt, das wird jetzt so und so gemacht. Es war nicht eine Sache, wo wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt die große Frage, die wir unbedingt verändern müssen, sondern es entstand aus einer Situation heraus, die ich gleich erzählen werde. Was daraus entstanden ist, ist ein Ansatz zu wirtschaften, zu sagen, wir wollen gleichwertig wirtschaften, wir wollen mit allen Beteiligten wirtschaften, wir wollen ohne Chef arbeiten, wir wollen keinen Geschäftsführer in dem Sinne haben. Und dass das möglich ist, das möchte ich ganz kurz erzählen. Günther hatte so ein bisschen darüber geredet, was die Lösung ist und ich habe das mal ein bisschen reframed. Normalerweise rede ich über die Probleme, die wir haben, die wir sehen. Jetzt würde ich das eher so reframen, dass wir eher Lösungen suchen für Probleme, die wir sehen. Und zwar haben wir Probleme, die eine Lösung bedürfen, zum Beispiel dessen, dass die Eigentumsvorbehalt, ne, der Eigentümer darf in der Regel entscheiden, was passiert in einem Unternehmen. Wir sehen das problematisch. Der Unternehmer muss Gewinne machen. Das ist gesetzt, also das geht sogar bis in die Steuergesetze in Deutschland, dass der Unternehmer Gewinne machen muss. Wir sagen, das ist nicht immer der Fall. Preise müssen dem Markt überlassen werden. Alles andere ist Planwirtschaft oder. Ne? Da gibt es ja die größten Ausreden, warum das alles der Markt machen muss. Werbung ist eine Sache, die muss jedes modernes Unternehmen machen. Da sagen wir, das stimmt so nicht ganz. Und vor allem gibt es so eine Grundhaltung in der Wirtschaft, die diese Gleichwertigkeit negiert, nämlich zu sagen, der oder die Person ist extern, der Kunde ist extern, der Händler ist extern, der Fahrer ist extern und alle seine Interessen, seine Bedürfnisse interessieren uns gar nicht. Und da möchten wir so ein bisschen was anders machen, weil wir sagen uns, was an der Stelle fehlt, ist die Gleichwertigkeit. Wir haben inzwischen durchaus fast alle verstanden, dass Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Bildungsstand, dass das alles nicht besonders sinnvoll ist. Das haben die meisten Leute inzwischen verstanden, gibt es genügend Programme für. Was die meisten Leute aber noch hinnehmen, sind so Dinge wie Diskriminierung in der Wirtschaft. Da werden große Händler kleinen Händlern bevorzugt. Oder da wird der Produzent gegen den Konsument ausgespielt. Es gibt derzeit kaum Systeme, die auf eine Vereinbarung von verschiedenen Interessen basieren. Eine andere Sache ist, dass ja diese Gleichwertigkeit, die besteht nicht. In der Regel haben wir ein Verhältnis, dass einer oben steht, bestimmt sagt, was zu machen ist, und jemand unten, der Gleichwertigkeit, naja, ihr seht ja schon, das funktioniert nicht so ganz. Ne? Wo wir hinwollen, ist die Augenhöhe. Das, wo wir hinwollen, ist die Gleichwertigkeit. Angefangen hat das mit einer Badewanne und einer Cola. Manche Geschichten fangen komisch an, das ist eine von denen. Der Initiator und Gründer von Premium Cola, der saß vor mehr als 16 Jahren in seiner Badewanne, damals Auszubildender als Werbekaufmann, und der hat seine Feierabend-Cola getrunken und da war was anders. Und zwar hatte der Hersteller beschlossen, dass er den Koffeingehalt in dieser Cola reduziert, um 20 Milligramm, das ist schon ziemlich heftig, das ist ein Espresso. Sprich, wenn du abends in deiner Badewanne sitzt, deine Cola trinken möchtest, den Koffeinputsch erwartest und der nicht kommt, dann ist irgendwas komisch. Was der Händler nicht gemacht hatte, der hatte Uwe, der in seiner Badewanne saß,
nicht mitgeteilt, dass er was geändert hat. Das stand nicht auf dem Etikett, das stand nicht auf der Webseite, es gab keine Vereinbarung für die Kunden, dass sie das erfahren, also mussten sie das selber rauskriegen. Uwe ist ziemlich schlecht in diesem Hinnehmen von diesen Ungleichheiten, weshalb er damals eine Prosumer-Aktion, eine der ersten in Deutschland, gegründet hat, zu sagen, wir als Kunden, wir haben zumindest ein Interesse des Austausches mit dem Produzenten. Und er hat eine Webseite aufgesetzt, iPremium, da kommt der Name her. Nicht, weil wir das besonders toll finden, das Produkt, sondern einfach, weil es einen traditionellen Namen ist. Und das war relativ erfolgreich mit den paar Mitteln, die er damals hatte. Es gab dann erst die ersten 100 Interessenten, die ersten 1000 Leute, die in dieser auf dieser Plattform sich beschäftigt haben, damit, was der Händler macht. Uwe hatte einfach reingeschrieben, okay, das sind die Hintergründe dessen, wir würden ganz gerne mit dem Hersteller nochmal reden. Und nach einer ganzen Weile wurden die Leute dann eingeladen zum Hersteller. Das Problem war, das war noch nicht die Zeit. Der Hersteller hat noch nicht verstanden, was das ist. Das ist ein solches Verhältnis. Ist eher der Hersteller, er bestimmt, und der Kunde soll das halt ertragen. Wir sind aber relativ schlecht in dem Ertragen von Missständen. Was dann passierte, ist ein großer Zufall. Wir haben das Rezept von der ursprünglichen Cola bekommen, was deshalb funktioniert, weil in der Getränkebranche meistens Rezeptur, Markeninhaber und Produzent voneinander getrennt sind. Also sprich, wenn der Markeninhaber sagt, ich ändere das Rezept, dann geht er einfach zu einem anderen Rezepthersteller und kauft sich dort ein, sodass meistens dann Dinge frei werden. Wir hatten das damals bekommen, und was uns damals als eine nette Idee erschien, für die Leute, die einfach Interesse an dieser Webseite hatten, an dieser alten Cola, dass wir einfach mal 1000 Flaschen nochmal herstellen. Die wurden vorfinanziert, die wurden dann mit der Post verschickt, die ersten 1000 Flaschen waren getrunken und dann gab es irgendwie die Nachfrage nach weiteren 1000 Flaschen. Und dann 2000 Flaschen und 5000 Flaschen. Und so haben wir dann mehr oder weniger aus Versehen eine Getränkemarke gegründet. Das war nicht geplant. Nun, wenn dann was Ungeplantes tut, dann kommen meistens Probleme auf. Wir hatten ein paar Probleme. Zuallererst das große Problem, wir hatten keine Ahnung. Also ich meine, Uwe, der hat in seiner Badewanne das erste Mal wirklich was von Getränkemarken verstanden, als er als Kunde benachteiligt worden ist. Er war kein Getränkemensch. Ich bin gelernter Bibliothekar-Archivar. Ich habe mit Getränken eigentlich nicht so besonders viel am Hut. Also erstmal das Problem des Amateurs sein. Wir wissen eigentlich nicht, was wir da tun. Das zweite Ding ist, dass mit diesen Firmagründen, Chef sein, dass da bestimmte Vorstellungen im Raum stehen, die man machen muss. Der Chef muss immer dieser sein. Ne? Er muss ja immer sagen, wo es lang geht, wo Dinge hingehören, welches Risiko zu tragen ist und so weiter und so fort. Das ist immer die Vorstellung. Aber wir wollen ja eigentlich so arbeiten. Also ist die Frage, naja, was wäre denn, wenn wir als Laien anfangen, Wirtschaft zu machen? Was wäre denn, wenn wir auch in diesem Prozess ein paar Dinge anders versuchen? Uwe, damals Werbekaufmann, hat gleich ziemlich schnell am Anfang verstanden, dass Werbung eigentlich ja Beschiss ist. Ja? Meistens wollen die Leute keine Werbung, also können wir doch mal überlegen, ob wir das auch ohne machen können. Naja, was macht man, wenn man eigentlich keine Ahnung hat? Man geht zu den Leuten, die die Ahnung haben. Und was wir damals gemacht haben, was Uwe damals gemacht hat, ist, er hat sich gesagt, ich möchte nicht dieses Verhältnis mit allen Beteiligten, sondern ich möchte eins auf Augenhöhe. Also werde ich alle Beteiligten an dem Prozess einladen, an einen runden Tisch in Hamburg, jeden Sonntag, damals, ja, in den Goldenen Pudel. Ich möchte alle einladen, sich mit mir an einen Tisch zu setzen, den ersten Gastronom, den ersten Abfüller, die ersten Transporteure, die sollen sich mit mir an einen Tisch setzen und die sollen mir sagen, was die in dem Prozess brauchen. Was sind eure Interessen an dem Produkt? Was sind eure Interessen an dem Prozess? Was braucht ihr? Was sind eure Interessen? Und dann so lange miteinander zu diskutieren, bis die Leute sich einig werden. Das kann am Anfang sehr lange dauern. Am Anfang kamen einige Entscheidungen 4 Monate gedauert, ne? Aber es brauchte seine Zeit, und nachdem diese Zeit rum war, hatte man eine sehr solide Basis gesetzt. Heute sitzt man natürlich nicht mehr in Hamburg am Tisch. Das ist alles viel zu groß geworden. Die Anfangsphase, das ging so 2 Jahre. Danach hatten wir 2 weitere Städte, Magdeburg, Köln, die dazugekommen sind. Ab da ging das mit dem Tisch nicht mehr, sodass wir seitdem online arbeiten. Bis vor 2 Jahren haben wir das auf einer Mailingliste getan. Inzwischen tun wir das in einem Webforum. Gut, Entscheidung. Ich glaube, ich hole mir mal kurz mein Glas, das wird sonst zu trocken. Entscheidung. Das, was wir machen, das nennen wir gleichwertig wirtschaften im Konsens. Konsensdemokratie. Konsensdemokratie hat ein paar Anforderungen an die Entscheidung. Die erste ist, dass wir uns erstmal darauf geeinigt haben müssen, was wir eigentlich wollen.
Wir wollen gleichwertig auf Augenhöhe miteinander wirtschaften. Das ist der Grundkonsens, mit dem wir arbeiten. Danach gibt es keine Filter mehr. Jeder an dem Prozess Beteiligte ist eingeladen, seine Probleme, Fragestellungen, Anliegen in das Kollektiv zu tragen und dafür eine Lösung zu finden. Das können ganz praktische Probleme sein, weil wir zum Beispiel in der Verteilung was verändern müssen. Das können Weiterentwicklungen des Produkts sein, weil zum Beispiel der Geschmack sich verändert hat. Das kann Designentscheidung sein, also es gibt keine Filter mehr. Wenn diese Filter aufgehoben sind, dann müssen natürlich auch andere Dinge aufgehoben sein. Es kann dann zum Beispiel nicht sein, dass wir die Kunden außen vor lassen, weil die sind an dem Prozess beteiligt, ne? Haben wir ja am Anfang gemerkt. Die müssen mitbeteiligt werden, die Produzenten müssen mitbeteiligt werden und so weiter und so fort. Wenn die Problemstellung, Fragestellung geklärt ist, dann sollen alle Beteiligten ihre jeweiligen Interessen und Bedürfnisse daran teilen. Das führt dann meistens sehr schnell zur Diskussion. Die Leute fangen an, sich auszutauschen. Man könnte jetzt sagen, das dauert wahrscheinlich Ewigkeiten, in der Regel so zwischen 2 und 6 Wochen. Dann sind solche Probleme meistens geklärt. Die Diskussion ebbt meistens dann in einen Beschlussvorschlag. Und wenn der Beschlussvorschlag im Raum steht, dann gibt es 4 plus 1 Haltung. Die ersten 4 machen den Beschluss gültig. Das kann sein, dass der Beschlussvorschlag so schon perfekt im Raum steht. Da muss keine Änderung mehr sein. Es können kleinere Bedenken oder Änderungen noch notwendig sein. Größere Sachen, weil irgendwie verschiedene Bereiche mit abgegrast werden müssen. Oder Leute fühlen sich nicht betroffen und sagen, ich blockiere das nicht, ich entscheide das aber auch nicht mit. All diese 4 Haltungen machen einen Beschlussvorschlag gültig. Es gibt noch einen 5., das ist das Veto. Das muss bei uns nicht begründet werden. Und jeder im Prozess Beteiligte hat das Recht dazu, jederzeit dieses Veto einzulegen. Du musst es nicht begründen. Es wäre zwar schöner für uns, aber es ist keine Grundpflicht. Damit das Ganze funktioniert, muss es 2 Einschränkungen geben. Das eine ist der sogenannte Notentscheid. Der Notentscheid darf angewandt werden, wenn es produktionsentscheidende Fragestellungen sind, die jetzt entschieden werden müssen, damit wir produzieren können. Wir haben im Durchschnitt alle 56 Tage ist der nächste Produktionsablauf. Wir können bestimmte Fragen dann halt, müssen wir dann entschieden haben. In 14 Jahren ist es aber der Fall, dass wir nur 2-mal diesen Notentscheid anwenden mussten, und zwar wegen lächerlicher Kleinigkeiten. Das eine war mal ein Spruch vorne auf dem Etikett, Wirtschaften aus kollektiver Überzeugung. Und das andere ist, dass wir auf der Innenseite der Etiketten meistens ein Motiv haben, was vom Kollektiv entschieden wird. Und da konnten wir uns mal nicht darauf einigen, welches es ist. Die zweite Einschränkung ist der sogenannte Notausschluss. Wenn es eine Person gibt, die vorsätzlich über längeren Zeitpunkt versucht, diesen Entscheidungsprozess zu sabotieren, indem sie zum Beispiel alles Veto einlegt, ne, dann müssen wir das Recht haben, diese Person auszuschließen. Allerdings gibt es auch für diesen Notausschluss eine Einschränkung, nämlich die, dass zum einen diese Person muss erstmal zum Ausschluss vorgeschlagen werden und für diese Person muss es dann auch einen Konsens geben, diese Person auszuschließen. Konsens minus 1, weil die Person entsprechend nicht selber mitentscheiden darf. Ist also auch sehr schwierig, jemanden dann auszuschließen. Ne? Das ist klar. Das Ganze hat so eine Ähnlichkeit mit einer Wohngemeinschaft. Ich weiß nicht, die meisten, ich spreche meistens vor jüngeren Leuten, die meisten wohnen in Wohngemeinschaften, hier ist es wahrscheinlich eher weniger der Fall. Aber was teilt so eine Wohngemeinschaft mit einem Unternehmen? Naja, es gibt äußere Rahmenbedingungen. Bei einer Wohngemeinschaft das Baurecht, Gesetze der Physik, wenn du im 3. Stock wohnst, kannst du dich ganz über den Balkon rein. Ne? In einem Unternehmen natürlich das Umsatzsteuergesetzbuch in Deutschland, HGB, BGB, also der bestimmte Rahmen ist vorgegeben. Aber innerhalb dieses Rahmens kannst du dich gemeinsam arrangieren mit allen Beteiligten. Du kannst Zimmerauswahl klären, du kannst klären, ob vielleicht noch irgendwie was angebaut werden muss und. Also innerhalb des Rahmens ist eine ganze Menge möglich. Und wir finden, dass das beste WG-Klima, das beste Unternehmensklima dann entsteht, wenn alle Beteiligten in den Prozess eingeladen werden, Mitspracherecht haben und mitentscheiden können. Das führt zu den meisten besten Entscheidungen, unserer Meinung nach. Wenn man solche Vereinbarungen trifft, dann muss man auch mit dem Vertragswesen anders umgehen. Üblicherweise wird das so gemacht in Deutschland, dass im Getränkebereich Verträge mit Laufzeit abgeschlossen werden. Also sprich, du hast eine Kündigungsfrist in 2 Jahren, dann darfst du diesen Vertrag erst klären. Aber dann hast du vielleicht das Problem, dass du dich zwar am Anfang so getroffen hast, du einen Vertrag gemeinsam, eine freie Vereinbarung getroffen hast, das vertraglich unterschrieben hast, aber dann an einer Seite vielleicht irgendwo was sich in dem Prozess ändert, weil vielleicht die Wirtschaftslage sich verändert hat, weil vielleicht irgendwas anderes passiert ist, irgendwas Produktionsentscheidendes verändert hat. Und wenn du dann an diesen Vertrag gefesselt bist, dann hast du Probleme. Das wird unweigerlich zu Konflikten führen. Weshalb es bei uns so ist, dass wir in 14 Jahren nicht einen einzigen Vertrag unterschrieben haben. Das klingt erstmal wahnsinnig, ist es auch, aber es ist wahnsinnig effizient.
Es führt nämlich bei uns dazu, dass ein Beschluss so lange gültig ist, bis eine der Vertragsseiten diesen Beschluss wieder rauszieht und sagt, ich brauche hier eine Nachbesserung. Dadurch, dass wir diese Verträge nicht schriftlich fixieren, führt das dazu, dass wir eigentlich sehr lockere Verträge haben, aber auch dazu, dass wir sehr feste Verträge haben, weil es heißt, dass wir uns als Vertragspartner so behandeln oder benehmen müssen, dass der andere freiwillig bei uns bleibt, gleichzeitig der andere Vertragspartner aber auch sich so verhalten muss, dass wir bei ihm bleiben, ne? Dass wir weiterhin gemeinsam wirtschaften wollen. Das führt dazu, dass wir innerhalb von 14 Jahren eine gewerbliche Händlerfluktuation von unter 2% haben. In der Getränkebranche ist irgendwas zwischen 20 und 30% normal. Ja, gut, dann ist natürlich die Frage, wer ist eigentlich dieses Kollektiv? Ich habe es ja schon gesagt, wer entscheidet da eigentlich? Das ist bei uns relativ groß. Das sind derzeit 1680 gewerbliche Händler. Das sind mehrere 10.000 Endkunden. Wie viel das genau sind, können wir nicht sagen, weil wir selber nicht verkaufen. Zumal der Datenschutz da auch noch mit reinkommt. Dann haben wir derzeit 680 Verkaufsstellen. Das ist Zufall, dass das 1.000 weniger sind als Händler. 680 Verkaufsstellen. Organisiert wird das Ganze derzeit ziemlich schlank von 6 Leuten im Organisationsteam und es gibt einen Hauptverantwortlichen, Uwe Libbermann, die ein. Verkaufen tun wir derzeit in 200 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Organisiert, nochmal zum Hintergrund, in einem Webforum. Wenn man Dinge gemeinsam entscheidet und vor allem auch das Produkt gemeinsam gestaltet, entscheidet, dann verändert das das Produkt. Bei uns führt das, bei unseren beiden Hauptprodukten, Cola und Bier, dazu, dass wir zum Beispiel 1 statt 3 Etiketten haben, dass es auf dem Etikett kein Logo gibt, dass es sehr zurückhaltend ist, also nicht aufdringlich. Wenn du es irgendwie im Kühlschrank siehst, dann ist es nicht das Erste, was dir ins Gesicht springt, versucht dich umzubringen. Wir haben nur Glasflaschen, wir haben keine Plastikflaschen, wir haben keine Dosen, weil das aus Umweltgründen ist. Ja, wenn man seine Produkte so verwaltet, gemeinsam entscheidet, dann kommt es früher oder später, dass man mit der normalen Wirtschaft Probleme bekommt. In der normalen Wirtschaft wird gelehrt, dass du großen Händlern einen Mengenrabatt geben musst. Das ist in jedem BWL-Grundhandbuch, Grundkurs. Das Problem ist, wir haben uns das mal angeschaut, was das eigentlich heißt. Ein Mengenrabatt entsteht natürlich schon, wenn du viele Waren von A nach B transportieren kannst, weil du Güter bündeln kannst, damit weniger Fahrten machen musst, damit das effizienter wird und damit du Einsparungen hast. Ein kleiner Händler muss sehr viel mehr Fahrten organisieren, um die gleiche Menge von A nach B transportieren zu können. Damit hast du automatisch einen natürlichen Mengenrabatt schon in dem Produkt mit drin. Machen wir mal dieses Spiel wieder. Ne? Hier bist du als Hersteller, das ist der Großhändler, er kriegt schon mal einen normalen Rabatt. Die gängige BWL sagt jetzt, du musst ihm nochmal einen extra Rabatt geben, weil er nimmt dir ja viele Waren ab und er gibt dir Sicherheit und so weiter und so fort. Das heißt übersetzt aber, dass wir auf dieses bisschen an Rabatt nochmal einen extra Rabatt draufgeben müssen, quasi uns dann von den großen Warenlieferungen abhängig machen und dann wären wir wieder halt in so einem Ungleichwertigkeit. Ne? Was wir stattdessen gesehen haben, ist, dass gerade kleine Händler, die gerade im Entstehen sind, große Probleme haben, überhaupt die ersten Logistikkosten zusammenzukriegen, weshalb wir gesagt haben, okay, das, was wir den Großhändlern nicht extra spendieren, das schauen wir mal, ob wir da eine Verwendung vielleicht für die kleinen Händler finden. Und das ist der Anti-Mengen-Rabatt bei uns. Zu sagen, okay, jeder Händler kann bei uns 3 Cent pro Flasche anfragen, bis zu einer gewissen Größe, die er an Rabatt pro Flasche im Einkauf bekommt bei uns, sodass wir als Effekt haben, dass wir uns weniger von großen Händlern abhängig machen, also wir haben eine Vielfältigkeit der Händler und vor allem können wir sehr viel mehr in die Fläche gehen, weil wir halt sehr viele kleine Händler mit reingewinnen ins System und wenn die automatisch wachsen, wenn die größer werden und wir am Anfang schon mit dabei gewesen sind, die sehen, dass man mit uns gut handeln kann, gute Beziehungen aufbauen kann, dann bleiben die auch, wenn die größer sind. Ne? Ja, das ist der Anti-Mengen-Rabatt, vielleicht schafft es ja auch noch seinen Durchbruch in die BWL-Bücher. So, die erste Viertelstunde ist, glaube ich, um. Dann machen wir mal weiter. Wenn man Dinge so macht, wie wir machen, dann ist es in der Getränkebranche normalerweise üblich, dass man Anteile in Prozentmargen oder in Hektolitern rechnet. Nun haben wir aber keine Tanks, die wir bewegen, sondern wir haben Flaschen. Und es macht sehr viel greifbarer für den einzelnen beteiligten Kunden, wenn wir unsere Kalkulation auf die einzelne Flasche runterbrechen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kann man
so die Blackbox-Wirtschaft öffnen. Jeder einzelne Beteiligte sieht genau, was der Anteil der Flasche ist, die er verkauft. Wir haben damit Transparenz geschaffen, die Blackbox ist erstmal geöffnet. Die zweite Sache ist, dass es für die einzelnen Händler planbar und berechenbar wird. Jeder Händler, der unsere Flaschen verkauft, kann genau sehen, was sein Anteil dieser Flaschen ist, die er verkauft. Jeder Sprecher, das sind bei uns die dezentralen Vertriebler, weiß, wie viel Umsatz er machen wird, Einkommen hat, wenn er so und so viele Flaschen absetzt. Ne? Also es ist für jeden planbar und berechenbar. Und vor allem weiß auch jeder, was er verdienen wird. Es ist damit nicht möglich, dass ein Einzelner in dem System sagt, ich übe jetzt ein bisschen mehr Druck auf, zum Beispiel auf die Fahrer von dem Unternehmen oder auf den Abfüller, und kann dadurch meinen Anteil erhöhen. Weil dieser Anteil, die sind alle mit allen Beteiligten festgelegt, im Konsens. Es gibt zwei Sachen, die stehen in dieser Kalkulation nicht mit drin. Die Zahlen sind jetzt zwar sehr schwer lesbar, ich kann die aber nachher gerne, wenn Interesse ist, den einzelnen Leuten auch zeigen. Das ist alles offen, kann man auch auf unserer Webseite finden. Zwei Anteile sind in dieser Flaschenkalkulation nicht mit drin. Der erste ist Werbung. Da sind wir ziemlich stolz drauf. Werbung würde heißen, dass wir von euch Geld nehmen für eine Sache, die wir nicht tun wollen, nämlich Werbung, um euch zu belästigen, was euch wahrscheinlich ziemlich auf den Keks gehen wird. Das heißt Werbung. Was wir stattdessen machen, ist die sogenannte Pull-Kommunikation. Ich darf hier vor euch sprechen, weil ich eingeladen worden bin, aber sobald ich diesen Raum verlasse, dürft ihr von mir oder von Premium Cola gar nichts erfahren, außer ihr sucht danach. Es wird von uns keine Werbematerialien geben, es wird von uns keine Freimargen geben, es wird von uns keine LKW-Plan geben, die mit unseren Logos bedruckt sind, die wir nicht haben. Ne? Also sowas wird es nicht geben, weil es würde heißen, von euch Geld zu verlangen für eine Sache, die euch im gegebenen Fall wahrscheinlich belästigen wird. Eine zweite Sache ist, dass wir dort keine Gewinne mit einkalkuliert haben. Gewinne ist nach unserer Definition das, was übrig bleibt, nachdem alle Kosten gedeckt sind. Also nachdem die Fahrer bezahlt sind, nachdem das Orga-Team bezahlt ist, nachdem die Rohstoffe bezahlt sind, nachdem die Sachen, die wir mit eingepreist haben, bezahlt sind. Wir wollen die schwarze Null, das haben wir alles eingeplant. Und alles, was darüber passiert, Rücklagen sind dann auch mit bei, alles, was darüber passiert, braucht zwei Dinge. Entweder eine Verwendung, weil wir im System noch eine Möglichkeit gefunden haben, was noch zu verbessern und alle damit einverstanden sind. Oder zu sagen, das geben wir zurück. Wir haben in 14 Jahren haben wir viermal unsere Preise gesenkt, weil wir Gewinne gemacht haben, für die wir keine Verwendung hatten und die wir uns nicht zustehen. Ja? Damit haben wir irgendwie schon ein großes Problem, weil Unternehmen müssen ja Gewinne erwirtschaften. Ne? Das ist ja Unternehmenssinn. Und das haben wir jetzt rausgeschmissen. Also was ist dann eigentlich der Unternehmenssinn? Naja, das ist Premium Cola, das Premium Kollektiv. Hier so im Rahmen, das sind wir, ne, das Orga-Team, die wirtschaftliche Einheit. Und das ist das ganze System. Da sind die Grundstoffhersteller dabei, da sind für die Etiketten dabei, dann sind hier die Großhändler dabei, da sind die kleinen Händler dabei, da sind die Kunden mit dabei. Ne? Dieses ganze Prozess ist eigentlich Premium Cola. Und was das Modell erstmal zeigt, ist, dass diese Externalitäten so gar nicht existieren. Wenn bei einem Hersteller, bei einem Grundstoffhersteller irgendwas passiert, dem geht die Anlage in Brand, ja? Dann hat das Auswirkungen auf uns. Wenn die Kunden uns nicht mehr vertrauen, dass wir so transparent sind und die mitentscheiden lassen, dann haben wir keine Kunden mehr. Also hängt alles, was wir tun, mit allen Leuten zusammen. Wenn wir anfangen, nicht mehr gleichwertig zu arbeiten, was wir ihnen versprechen, dann hat das Auswirkungen auf dieses ganze System. Aber, das ist total spannend, weil wenn man sich das erstmal klar macht, dann hat das zwei Folgekonsequenzen. Nämlich zur ersten, wir können damit zeigen, dass das geht. Ja? Und zweitens, es ist auch bezifferbar in einem Preis. Nochmal zurück zu der Grafik. Wir haben in dieser Kalkulation haben wir 3 Cent drin pro Flasche, die in ein Budget gehen für den sogenannten zentralen Moderator. Der zentrale Moderator ist dafür zuständig, dass in dem System alle Interessen in das Kollektiv getragen werden und entsprechende Beschlüsse umgesetzt werden. Dieser Wert ist auf 3 Cent pro Flasche bezifferbar. Und in den ganzen 14 Jahren hat nicht ein Einzelner mal vorgeschlagen, dass man diesen Beitrag abschafft. Kein Händler hat das vorgeschlagen, kein Kunde hat das vorgeschlagen, kein Abfüller hat das vorgeschlagen, dass man diesen Bereich einspart. Also scheint es von allen Beteiligten einen Bedarf zu geben, dass das bestehen bleibt. Naja, gut, dann ist ja immer noch die Eigentumfrage. Ne?
weil der, dem es gehört, der soll ja eigentlich beschließen. Dann sind wir wieder bei der nächsten Komischkeit. Wem gehört das physisch? Naja, physisch ist da nicht besonders viel, was einem gehören kann. Rein physisch ist es ein Laptop, ein Mobiltelefon und zusätzlich inzwischen ein Coworking Space, weil zwei Leute nicht zu Hause arbeiten wollen. Rein rechtlich ist es so, dass Premium Cola, Premium Cola und Premium Bier als in der Einheit als Marke von Uwe Lübbermann ist, als Einzelhandelskaufmann organisiert, rechtlich abgesichert. Und ja, wie ich schon sagte, Uwe Lübbermann besitzt das Markenrecht und die Rezeptur. Das wäre das, wo man normalerweise sagen würde, okay, er hat Verfügungsgewalt. Aber steht meistens nicht ohne Grund auf einer Folie. Er hat ja in den letzten 14 Jahren allen Beteiligten schon versprochen, dass er Dinge nicht alleine entscheidet. Dass er diese Verfügungsgewalt über das Eigentum, über die Marke, über das Produkt, dass er das an das Kollektiv abtritt, um gemeinsam mit ihnen zu entscheiden. Weil er will nicht in dieser Position sein, dass er sagt, wo es lang geht und alle anderen müssen folgen. Ne? Also gibt es dieses Eigentum so nicht mehr. Aber, naja, wir sind jetzt in der Situation, wir haben Probleme, wir haben Lösungen gefunden. Die Entscheidungen wurden an das Kollektiv abgegeben. Wem gehört das denn eigentlich dann? Ja. Das Problem ist an der Stelle, das ist gar nicht mehr so einfach zu sagen. Weil die Lösungen, die wir gemacht haben, die gehören uns nicht. Es kann niemand sagen, das ist jetzt meine Lösung und deswegen habe ich dann intellektuelles Recht darauf, dass nur ich das benutzen darf, weil wir haben die gemeinsam entwickelt. Als uns das mal 2008 aufgefallen ist, hat sich Uwe hingesetzt mit ein paar Kollektivisten und hat alles, was wir bisher entschieden haben, aufgeschrieben und in sogenannte Module übersetzt. Diese Module wählen alle zusammen das sogenannte Betriebssystem und die sind Module sind um die drei Nachhaltigkeitskreise organisiert, plus die Erweiterung von Transfer, das ist alles, was Wissenstransfer ist, plus Protection, Markenrecht muss ja auch transparent mit abgesegnet sein. Und wenn man das alles hat und das einem selber nicht mehr gehört, dann kann man das weggeben. Und das tun wir. Unser Betriebssystem ist auf unserer Webseite einsehbar. Jeder darf das unter Creative Commons Lizenz nutzen, darf das weiterverwenden. Und das tun inzwischen auch Leute. Das sind all die Firmen, die mindestens ein, wenn nicht sogar alle, Module von uns anwenden. Ganz oben in der Ecke sind die, denen wir auch bei der Gründung geholfen haben, mit denen wir ganz spezielle Kooperationen haben. Und das führte unter anderem dazu, dass wir inzwischen innerhalb dieses Systems zwei Firmen haben, Prolunda und Collemate, die vollkommen eigenständigen Unternehmen sind. Das eine ist eine Unternehmensgesellschaft, das andere ist Genossenschaft, die zum großen Teil oder zum Teil 100%, Prolunda 100%, Collemate ein bisschen weniger als 100%, unsere Module bei sich selber anwenden. Und das führt zu einer Erweiterung dieses ganzen Systems. Weil wenn wir scheitern, und wir sind ja auch nach 14 Jahren immer noch Suchende und ein Projekt und ein Experiment, dann kann es immer noch sein, dass vielleicht Prolunda oder Collemate deutlich erfolgreicher mit dem Ansatz sind und wir vielleicht überhaupt nicht mehr wichtig sind für diese ganze Weiterentwicklung, wenn das mal scheitert. Ja? Also sprich, haben wir auch die Standbeine dieses Projektes deutlich verweitert. Ja, ansonsten sagen wir uns, wir geben gerne kostenlose Gründungshilfe, weil wir sagen, wenn man es am Anfang gleich versteht, was da vielleicht auch anders zu machen ist, dann kann das für uns alle Beteiligten sinnvoll sein. Und deswegen, ja, kostenlose Gründungshilfe. Kurz zur Verteilung. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, 200 Städte, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist kurz die Gebietsabdeckung für Bier und Cola. Es gibt zwei Auffälligkeiten. Das eine ist Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das andere ist Deutschland und Österreich und der Schweiz. Die eine Besonderheit ist, dass wir dort unseren Abfüller haben, Nördling, ungefähr, ja, doch. Und wir haben 2008 haben wir mal eine Ökobilanzanalyse gemacht. Dort wurde nachgeguckt, wie viel CO2 versteckt in unseren Produkten drin ist. Wir haben das wieder auf die einzelne Flasche runtergebrochen, konnten dann einen Wert benennen, der an CO2 pro einzelner Flasche anfällt und haben dann gesehen, okay, beim nächsten Jahr haben wir ein bisschen Gewinne. Können wir das einpreisen? Ja, können wir. Deswegen ist unser Produkt inzwischen CO2-neutral, weil wir die CO2-Belastung schon mit eingepreist haben. Das führt aber auch dazu, dass wir einen maximalen Lieferradius haben, nämlich ungefähr 600 Kilometer um den Abfüller. Die andere Sache hat mit den Entscheidungen zu tun. Wir haben ja jedem versprochen, dass er die Entscheidung mit uns gemeinsam treffen darf. Dafür muss es eine Grundlage geben und die Grundlage ist bei uns die Sprache. Deswegen wird es unsere Produkte wahrscheinlich nicht in Dubai geben. Es wird unsere Produkte wahrscheinlich auch nicht in Barcelona oder Amsterdam geben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute mit uns dann gemeinsam in einer Höhe, auf Augenhöhe entscheiden können, dann halt relativ gegen Null läuft, weil die gleiche Sprache wird nicht gesprochen. Was wir gerne machen würden, ist, wenn sich in Paris oder in
Amsterdam eigenständig Kollektive gründen, dann werden wir die gerne beraten und sagen, was bei uns gut gelaufen ist, was bei uns schlecht gelaufen ist. Aber soweit ist es über den Initialstand bisher noch nie hinausgekommen. Das sind unsere verkauften Kästen pro Jahr. Wir hatten letztes Jahr 1,2 Millionen Flaschen bewegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist ungefähr 2 Promille vom Cola-Markt. Das ist nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. Und wir haben inzwischen das Problem, oder wir hatten 2011 das Problem, dass wir zu schnell gewachsen sind. So sagt das BWL-Handbuch, wenn man es aufschlägt, Wachstum ist gut. Wir sagen so, naja, es kann halt auch Probleme mit sich führen. Wir haben das Problem, dass wir unsere Produktion alle in Vorkasse produzieren. Also alles, was an Kosten entsteht, ist Vorkasse getätigt und wir verkaufen dann die Sachen. Und wir haben zwischen 2 Produktionen in der Regel 56 Tage. Wenn in dieser Zeit die Nachfrage aber zu hoch wird, dass wir schneller neu nachproduzieren müssen, dann haben wir eine bestimmte Zeit, wo wir illiquide sind. Wir könnten natürlich jetzt zur Bank gehen, aber das würde wiederum heißen, dass wir Zinsbelastungen in das Produkt mit reinholen, die halt wieder einen Druck auf das System ausüben und das wollen wir nicht mit drin haben. Ja? Weshalb, was war unsere Lösung? Naja, wir haben gesagt, zum einen haben uns 2 große Händler ausgeholfen, die haben gesagt, euer Zahlungsziel von 6 Wochen, das machen wir mal nächste Woche, dann klappt das schon. Das war so eine der ersten großen Sachen, wo sich dieses Kollektiv als brauchbar erzeigt hat. Die waren davon überzeugt, dass das funktioniert. Die hatten mit uns auf Augenhöhe gehandelt und die hatten Interesse daran, dass das bestehen bleibt. Und die Folge davon war, dass wir unser Wachstum maximal pro Jahr begrenzt haben. Wir haben derzeit ein maximales Wachstum von 10% im Jahr, was wir wachsen dürfen. Das haben wir alle gemeinsam vereinbart. Inzwischen diskutieren wir sogar, ob wir nicht auf 5% runtergehen, weil alle Kosten sind gedeckt, die Leute können gut davon leben und das reicht eigentlich auch schon. Ne? Und wir diskutieren derzeit, ob es vielleicht ein maximales Wachstum gibt. Mal gucken, ob was da noch bei rumkommt. Das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist mal so die Auflistung nach den einzelnen Bundesländern. Wir haben derzeit so seit 5 Jahren einen stagnierenden Bereich im Zweierpostleitzahlenbereich Deutschland. Die meisten Getränkefirmen würden jetzt sagen, so, dann müssten wir da Manpower raufschmeißen, dass das irgendwie wieder anfängt zu wachsen. Wir sagen uns, nee, das ist gar nicht so sinnvoll. Wir sollten uns erstmal auf alle anderen Postleitzahlenbezirke gucken, dass wir dort unsere Anstellungen vielleicht ein bisschen vermehren, weil sonst machen wir uns vielleicht von einer Region abhängig und wenn die wegbricht, dann bricht halt vielleicht alles weg. Ne? Sodass wir halt gesagt haben, lass uns erstmal irgendwie das Wachstum dort oder den Standort so ungefähr lassen und lass uns eher auf die anderen Bereiche konzentrieren, dann können wir gucken, dass das insgesamt gleichwertiger auch nach den einzelnen Regionen wird. Das hat aber auch eine Folge, nämlich die, dass wir zu große Kunden ablehnen. Zu große Kunden heißt, dass wir vor 2 Jahren und seitdem immer wieder Festivals haben, die auf uns aufmerksam werden, die wissen, was wir tun und die finden das gut und die würden ganz gerne deswegen unsere Produkte anbieten. Können wir an sich machen, aber dann kommt so eine Anfrage von, vor 2 Jahren war es ein Festival, die haben gesagt, wir hätten ganz gerne 10 Lastwagen von eurem Bier. Und wir stehen dann erstmal, nachdem wir vom Stuhl gefallen sind, stehen wieder auf und sagen, tut mir leid, aber das ist 20% unserer Jahresmenge. Das ist ein bisschen viel, das können wir nicht. Ne? Und warum können wir das nicht? Naja, selbst wenn wir dann Schlüssel finden würden, dass die das alles in Vorkasse bei uns bezahlen, also wir das Risiko nicht mehr hätten, dann hätten die das Risiko. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ja auf Augenhöhe arbeiten. Und wenn wir denen das Risiko überlassen, dass auf ihrem Festival alles gut läuft, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen, also ich weiß nicht, wer Glücksspiele mag, aber ich mag keine Glücksspiele. Ich möchte eigentlich, dass alle Leute im Prozess Sicherheiten haben und dass sie halt auch darauf vertrauen können, dass alles sinnvoll geht. Weshalb wir denen gesagt haben, okay, ein LKW können wir gerne gucken, dass wir das organisiert bekommen, aber 10, das ist nicht. Naja, die Folge davon ist, dass wir seitdem fester Partner für die sind und im letzten Jahr sogar deren komplette Getränkelogistik übernommen haben, weil die gesehen haben, okay, die Leute sind ein bisschen risikoscheu, die machen vernünftige Entscheidungen und das würden wir ganz gerne bei uns ins System mit integrieren. Ja, Gefahren sind ja dann meistens eher aus einer anderen Richtung. Wir machen ja so ein paar Dinge anders. Wir wollen ja, also wir haben immer mal wieder Kontakt mit dem Zoll, weil in die Schweiz, ne, außerhalb der EU auch noch. Wir wollen keine Gewinne machen. Ne, wir haben unsere Gehälter begrenzt und so weiter und so fort. Und wir hatten dann 2014 den Fall, dass ein Brief ins Haus kam und der sagte so, Steuerprüfung nächste Woche, bereitet mal vor. 3 Tage hat die dann gedauert und wir waren dann ziemlich überrascht. Es gab nichts zu beanstanden. Und das Problem dabei ist, und es ist wirklich ein Problem, dass das eigentlich gar nicht geht. Das Finanzamt in Hamburg hat eine Beanstandungsquote von 3%, die sie finden müssen. Also wir müssen uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir kriminelle Machenschaften auf anfangen zu starten, damit das Finanzamt mit uns zufrieden ist. Ja?
Insgesamt kann man sagen, 14 Jahre Premium. Danke. Das ist wichtig, auch mal Danke zu sagen. Und was wir aber auch sagen können, ist, dass viele Dinge gehen. Der Kapitalismus ist ein Rahmen. Der Kapitalismus ist ein Rahmen, in dem man verschiedene Dinge machen kann. Man kann den Weg von Zalando gehen, maximalen Profit herauswirtschaften, maximal Werbung damit reinschmeißen. Uns ist scheißegal, wer unsere Hersteller sind und wo es herkommt und wo es hingeht. Das ist uns scheißegal. Dann kann man das haben, was ich hoffe, dass es die meisten von euch betrifft. Ihr seid entweder selber oder habt angenehme Chefs, Chefin, ihr habt einen erfüllten Arbeitsplatz. Ist aber leider immer weniger der Fall. Und dann gibt es halt irgendwie noch so den anderen Punkt, wer am anderen Ende kratzt, der dann sagt so, okay, wir wollen das ohne Chef machen, wir wollen das ohne Gewinne machen, wir wollen das ohne Werbung machen. Ja, wir haben in 14 Jahren nicht einen einzigen Rechtsstreit gehabt, obwohl wir keine schriftlichen Verträge haben. Wir haben eine gewerbliche Händlerfluktuation von 2%, das ist unglaublich niedrig. Wir haben es geschafft, dass wir seit 2011 über 450 verschiedene Vorträge und Workshops wie diesen hier gehabt haben. Und das alles trotz Kapitalismus und trotz dessen, dass wir diesen Rahmen haben. Aber, naja, wir sind noch nicht fertig. Also, der Rahmen, der ist manchmal ein bisschen doll eng. Wir haben in unserem Produkt noch versteckte Zinsbelastungen zum Beispiel mit drin, weil wir sind die Auftraggeber für Produktion und die Produzenten, die kaufen ihre Anlagen vielleicht auf Kredit oder die Transporteure zahlen ihre LKWs auf Kredit und so weiter und so fort. Also wir haben versteckte Zinsbelastungen mit drin. Und ein Schritt, wo wir in Zukunft hingehen werden, wie das genau aussehen wird, kann ich noch nicht sagen, weil darüber sind wir noch in Diskussion, ist, zum Beispiel haben wir vor 2 Jahren angefangen, all diese versteckten Zinsbelastungen, die in dem Produkt mit drin sind, anzufangen, aufzusummieren. Und wir können inzwischen ziemlich genau sagen, wie viel der Anteil pro Flasche wäre. Und der Anteil pro Flasche ist derzeit bei 2,5 Cent, versteckten Zinsbelastungen, die im Produkt noch mit drin sind. Und jetzt können wir anfangen, darüber nachzudenken, wie dieser Rahmen, diese versteckten Zinsbelastungen vielleicht auch noch mit reinzuholen sind in das System, sodass unsere Produzenten vielleicht nicht mehr zur Bank gehen müssen, um ihre Anlagen zu reparieren oder unsere Transporteure nicht mehr die Sachen über Kredit kaufen müssen, wo sie dann halt wieder Kreditdruck haben und so weiter und so fort. Wir sind noch nicht fertig, der Rahmen ist noch da, den werden wir wahrscheinlich nicht sprengen, das ist auch nicht unsere Aufgabe, aber man kann an dem Rahmen sehr viel kratzen, man kann nur ein paar Dellen noch mit reinschlagen. Ne? Und wo wir hinwollen, ist die Augenhöhe, die Gleichwertigkeit und das war's von mir. Ich danke. Lieber Gregor, danke. Ich glaube, dass es viele Fragen gibt, die wir jetzt an dieser Stelle nicht beantworten, ja, sondern du in der Pause zur Verfügung stehst. Ja. Danke dafür. Ich habe sowas noch nie gehört. Also ich glaube, einige der Herren sitzen auch noch nicht. Danke, danke für diesen augenöffnenden Vortrag. Dankeschön. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr über die Zeit gegangen. Nein, ich glaube nicht. Wir kriegen es hin. Okay.